Wie kann man ganz einfach ein Erklärvideo mit Microsoft PowerPoint selber erstellen? Mein Name ist Martin Türk, meine Seite ist future-teach.de und genau das möchte ich euch jetzt gleich zeigen, weil es ist sehr praktisch eigentlich im Unterricht mal Schüler zum Beispiel einen Erklärclip selber zeichnen zu lassen, also zum Beispiel, wo irgendwie ein Sachverhalt mit Figuren erklärt wird oder sich irgendetwas bewegt. Ihr kennt ja diese Erklärvideos im Sinne von Simple Show oder was ihr auch anwenden könntet, wäre zum Beispiel einfach selber Unterricht aufzeichnen, zum Beispiel für Fernunterricht, wenn ihr keinen Live-Unterricht halten könnt aus irgendwelchen Gründen. Auch das könnt ihr einfach mit PowerPoint machen. Das Einzige, was ihr benötigt, ist ein PC und idealerweise ein Mikrofon. Es geht auch ohne Mikrofon, aber dann ist es natürlich schwer zu folgen, weil dann kann man nur zeichnen, klicken und muss alles vorbereiten. Mit einer Tonspur ist das Ganze leichter, aber wenn ihr das habt, ein Mikrofon, zum Beispiel ein Headset oder dergleichen und euren PC mit PowerPoint, dann seid ihr startbereit und direkt los geht's zur Erklärung. Wie zeichnen wir eine PowerPoint auf? Natürlich in einem ersten Schritt, wir müssen erstmal eine PowerPoint haben. Also habe ich hier mal eine Beispiel-PowerPoint aufgemacht. Ihr könnt jede beliebige von euch nehmen. Die öffnet ihr einfach und dann kann es auch schon losgehen. Was ihr hier seht, ist PowerPoint-App von Office 365. Nur so als Orientierung, weil ihr vielleicht wissen wollt, welche Version es ist. Also das Ding ist das auf meinem Computer installierte PowerPoint. Und da gibt es hier oben natürlich die verschiedenen Optionen, die ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr öfter mit PowerPoint arbeitet. Und der Punkt, den ihr braucht, ist hier der Punkt Bildschirmpräsentation. Und hier das Allerwichtigste ist Bildschirmpräsentation aufzeichnen. Vorab vielleicht, bevor wir jetzt da reingehen, ihr kennt das ja auch, ihr habt hier unter PowerPoint-Folien die Möglichkeit, Kommentare normalerweise zu machen, die nur ihr seht. Also hier wäre jetzt zum Beispiel ein Kommentar. Das zeige ich euch nur, weil ihr das gleich in einem anderen Format wiederfinden werdet, wenn wir die Bildschirmpräsentation aufzeichnen, damit ihr wisst, was wo ist. Ansonsten hier das normale Slide. Hier oben übrigens könnt ihr wählen, auf welchem Bildschirm die Präsentation angezeigt werden soll. Wenn ihr nur einen Bildschirm habt, erübrigt sich, dann habt ihr nur einen. Ich habe jetzt hier zwei Bildschirme, deswegen die eigentliche Präsentation, dann die ist nur auf dem zweiten Monitor zu sehen. Aber beginnen wir mal. Wenn wir hier drauf drücken, kriegt ihr zwei Optionen. Entweder ihr zeichnet alles auf allen Folien auf, das wäre dann von Anfang an aufzeichnen, oder ihr zeichnet nur ein Video für eine einzelne Folie auf, das wäre ab aktueller Folie aufzeichnen. Also wir drücken mal auf von Anfang an aufzeichnen und gelangen hier in eine neue Ansicht und zack öffnet sich hier unten auch die Webcam, denn ihr habt die coole Möglichkeit im PowerPoint direkt auch Videos auf die Folien mit zusätzlich zu embedden. Eigentlich eine sehr coole Sache, mit dem man auch sehr leicht YouTube-Videos drehen kann, wenn man nicht ein zusätzliches Studio verwenden möchte, also wenn man das quasi sehr einfach möchte. Ihr seht jetzt in dieser Aufnahmesicht, es hat uns noch nicht gestartet, sondern das ist erstmal nur die Sicht. Ihr könnt hier auch Sachen, zum Beispiel hier unten mit Stift, kommentieren. Ihr könnt es auch mit Radiergummi wieder wegmachen. Es gibt einen Laserpointer und hier oben würdet ihr auch wieder die Notizen sehen. Da hier wäre mein Kommentar. Den könnt ihr quasi hier einblenden lassen. Wenn ihr das jetzt gleich aufzeichnet, sieht man den nicht, sondern man sieht nur quasi das hier in der Mitte, was hier passiert, oben diese Notizen, die sind Gott sei Dank versteckt, was dann natürlich auch nochmal hilft. Und hier mit den Pfeilen könnte man dann nach links und rechts gehen. Hier oben gibt es nochmal eine Einstellung, wo ihr wählen könnt, was soll jetzt aufgenommen werden. Soll jetzt diese Kamera aufgenommen werden, eine andere Kamera? Manchmal hat man ja verschiedene Mikrofone oder verschiedene Kameras am Computer. Aber lasst uns nicht lange rumschwafeln. Wir zeichnen jetzt mal direkt etwas auf und dazu drückt ihr einfach hier oben links auf Aufzeichnen. Dann zählt er runter, der Countdown, und ab jetzt ist die Aufnahme aktiv. Das sehen wir hier an dem roten Punkt. Ich könnte jetzt meinen Schülern hier irgendetwas über zum Beispiel die Probleme des Konjunkturprognose erklären, dass diese ungewisse Zukunft nur schwer vorhersehbar ist, dass es natürlich zu Widersprüchen bei verschiedenen Prognosen kommen kann, dass es Black Swan-Ereignisse wie den 11. September geben kann, bla bla bla, bla bla bla. Und kann das Ganze hier noch wunderbar mit Laserpointer highlighten, da 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 da, oder noch weitere Sachen hier drauf zeichnen. Und wenn ich einfach direkt weitermachen möchte, irgendwann drücke ich dann hier einfach auf die zweite Folie und wir sehen dieses kleine Küken, das langsam Richtung Fisch geht und dann aufgefressen wird. Und der Fisch freut sich, weil er satt ist. Satt. So. Ja. Okay. Und wenn wir dann irgendwann diese Aufzeichnung beenden wollen, wir könnten jetzt noch eine Pause machen,
aber wir möchten jetzt beenden, dann drücken wir auf Beenden. Hier unten sehen wir auch die Sekundenanzahl, dann ist die Aufzeichnung schon vorbei. So, jetzt hat das Ganze gestoppt und wir können eigentlich diese Ansicht jetzt verlassen. Wir könnten auch mal neu anfangen und das hier löschen, hier oben unter Löschen. Aber das lassen wir mal. Wir schließen hier oben rechts mit dem X quasi wieder diese Ansicht. Und jetzt sehen wir hier wieder die Folien. Jetzt ist hier irgendwas passiert. Jetzt sind hier so Striche drauf, also was wir eben gemacht haben. Und es wurde hier unten ein Video eingefügt. Diese Videos kann man separat jetzt von dem Rest der Folie abspulen, wie ihr seht. Roten Punkt. Ich könnte jetzt meine... Das ist aber nicht von Belang, weil wir wollen ja nicht nur das Video haben oder jetzt verschieben. Wir wollen ja die ganze Folie quasi sehen. Und wenn wir das jetzt testen wollen, können wir einfach auf Bildschirmpräsentation starten drücken. Ich wähle jetzt gerade nochmal den richtigen Monitor hier aus, der aufgezeichnet wird, Hauptbildschirm. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann seht ihr, es geht los. Ihr seht unten euer Video, den Laserpointer, das, was ich gezeichnet habe. Interessanterweise ist natürlich das, was ihr jetzt gezeichnet habt, das war jetzt eben nicht da. Aber auf der richtigen Folie, die wir im PowerPoint gesehen waren schon die Endergebnisse drauf. Weil ihr seht ja das, was alles aufgezeichnet wurde, dann immer im Endergebnis. Also lasst euch davon nicht verwirren. Das wird trotzdem Stück für Stück aufgebaut, auch wenn ihr alles auf einmal seht. So. Das springt jetzt auch gleich weiter auf die zweite Folie. Das muss ich euch jetzt nicht antun. Ich kann es hier auch anhalten und Präsentation beenden drücken. Also für diese beiden Folien haben wir jetzt eigentlich schon das Video erstellt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir den Spaß hier aus PowerPoint exportiert in ein Video, damit zum Beispiel ein Schüler das einem Lehrer schicken kann oder damit ihr es auf YouTube hochladen könnt oder damit ihr es vielleicht in Microsoft Teams euren Schülern hochladen könnt. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst nur auf Datei gehen und dann auf Exportieren, nicht auf Speichern unter, sondern auf Exportieren. Und hier gibt es dann die Funktion Video erstellen. Und wenn ihr hier auf Video erstellen drückt, könnt ihr auswählen natürlich die Auflösung, ob ihr jetzt ein Full HD aufnehmt oder HD oder Standard, je nachdem wie hoch die Qualität sein soll, so groß ist natürlich auch die Datei. Und dann drückt ihr einfach auf Video erstellen und wählt aus, wo der Spaß gespeichert werden soll. Drückt auf Speichern. Das Ganze dauert dann ein bisschen. Hier unten steht, das Video Konjunktur und Konjunkturprognose wird erstellt. Ihr seht einen Fortschritt. Und natürlich, es dauert wesentlich länger, so ein Video zu erstellen, als wenn wir das einfach nur als PowerPoint speichern würden. Ihr könnt es natürlich auch einfach nur als PowerPoint speichern, dann unter Speichern unter. Und dann als PowerPoint einfach ablegen. Ist natürlich dann... ja, nicht ganz so schön wie ein Video, das man einfach abspielen kann, sondern wäre dann halt einfach eine PowerPoint, wo jemand auf Präsentieren drücken müsste, um es abzuspielen. Ginge aber genauso, könnten Schüler auch genauso machen, klar, wäre auch möglich, wäre auch schneller gespeichert. Gut, damit sind wir eigentlich schon am Ende von der Frage, wie können wir einfach eine Bildschirmpräsentation aufnehmen. Also einfach, ihr müsst nur ein beliebiges PowerPoint öffnen, Bildschirmpräsentation aufzeichnen drücken und dann oben die Aufzeichnung beginnen. Wichtig ist natürlich, es macht eher Sinn, das mit einem angeschlossenen Mikrofon zu machen, damit ihr das auch noch ja, mit eurer Stimme kommentieren könnt. Es ging natürlich auch ohne Mikrofon, einfach indem ihr zeichnet, aber das ist natürlich sehr anstrengend, also Mikrofon empfiehlt sich schon. Gut, ich wünsche euch was. Mein Name ist Martin Türk, meine Seite ist future-teach.de. Bis bald!